Da sind wir wieder, liebe Leute, bei Obscurtas. Und ja, ich muss leider sagen, schöner Scheiß. Ich konnte, ja, hier ist kein Speicherpunkt gewesen, also musste ich den ganzen Weg durch das Gewölbe eben noch einmal machen, die Statue wieder einsammeln. Wir haben jetzt hier noch nichts gesetzt, wir wissen aber ja ungefähr, was passiert, dass wir hier eben letztendlich, um diese Lampen grün zu machen, die Statuen auf die geraden Zahlen machen müssen, aber wir bekommen nicht alle Türen auf. Von daher müssen wir auch testen, was passiert, wenn wir das woanders raufstellen. So, jetzt ging hier irgendeine Tür hoch. Ich glaube, hier ist aber eine Statue, die wir sowieso bekommen. Genau, weil hier hatten wir die raufgesetzt. Ich habe einen Frosch im Hals, mal wieder. So, aber wo hat sich jetzt hier was getan? Das müssen wir nochmal eben rausfinden. Irgendwo ist nämlich eine Tür aufgegangen. Hier können wir erstmal die Dinger nehmen. Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal. Ob das was gebracht hat, ob das der richtige Weg ist. Guck mal, jetzt können wir hier nämlich durch. Das ist grandios. Guck mal, jetzt haben wir hier nämlich noch eine. Jetzt können wir die Statue wegholen. Vielleicht muss es tatsächlich sein, dass man das erstmal auf die ungeraden Zahlen packt. Ah ja, die Tür ist jetzt verschlossen. Wir gucken mal, was hier ist. Die ist auch dicht. Eine haben wir also noch, sonst holen wir die Statue da. Über dem Ausgang ist eine der grünen Lampen angegangen. Die Druckplatten mit den geraden Zahlen scheinen die richtigen zu sein. Echt? Habe ich das... War das eine gerade Zahl gerade? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wo habe ich die denn draufgestellt? Aber leider... Hä? Grandios. Das klingt nach dieser Tür. Ja! Vorsicht! Die Falle sieht scharf aus. Nein! Ja. Also das ist das Einzige, was mich hier ein bisschen nervt, muss ich gestehen, dass die Speicherpunkte irgendwie scheiße sind. Also ich finde, hier hätte man auf jeden Fall einen Speicherpunkt machen können oder kurz vorher, was weiß ich. Aber ich habe mich jetzt eben gerade noch verlaufen in dem Gewölbe und das ist echt richtig nervig, muss ich sagen. Aber ja, da fehlt mir auch die Geduld für sowas. So, jetzt kann ich nämlich wieder alles noch einmal machen. Und ja, ich habe da übersehen, dass oben auch noch... Dinger, ja, hier, das haben wir zwar aufgemacht, aber da oben ist noch eine Falle. Das heißt, wir müssen vermutlich noch irgendwo anders was raufsetzen. Damit wir da überhaupt dann durchkommen. So, an die Spinne habe ich mich tatsächlich schon gewöhnt. Hat das jetzt was gebracht? Irgendwo, ich glaube, die Tür ist jetzt zugegangen, ne? In der Mitte. Hm? Nö. Gut, dann eben nicht. Die Tür geht auf, aber ich habe auch so einen Klick gehört. Nee, okay. Ich dachte, dass vielleicht diese Stacheln da auch irgendwie rausgegangen sind. So. Jetzt haben wir das hier auf, aber keine Statue mehr am Start. Das wird auf jeden Fall eine knifflige Angelegenheit, liebe Leute. Das kann dauern.
Und ich hoffe, dass ich nicht noch eine ganze Folge damit... Wir gehen erstmal auf die ungeraden Zahlen. Denn wir müssen schließlich die Statuen da irgendwie rausbekommen. Und ich vermute, dass wir das halt echt mit den ungeraden Zahlen machen. Aber was? Was wird denn damit jetzt aktiviert oder deaktiviert? Die Tür. Die Tür geht zu. Mit 3. Das ist nicht das, was wir wollen. Also kommen wieder mit. Da hat's geschlitzt. Das war aber nicht hier. Verfluchte Kacke. Das ist vielleicht hier gewesen. Ja, okay. Diese Tür haben wir auch aufgemacht. Alter. Aber ich würde sagen, dass wir diese Fallen noch nicht entschärft haben. Das heißt, wo haben wir denn jetzt Statuen? Die bleibt da drauf, die ist für die Tür. So. Ich will nur mal eben abchecken. Aber jetzt ist das Ding, ich verstehe das nicht, ne? Das sah eben anders aus. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Nein! Oh, jetzt habe ich hier noch eine Statue. Fuck it. Ich gar nicht mitbekommen. Die müssen wir jetzt irgendwo raufsetzen, mal eben. Wir setzen das mal hier auf eine gerade Zahl. Über dem Ausgang ist eine der grünen Lampen angegangen. Die Druckplatten mit den geraden Zahlen scheinen die richtigen zu sein. So. Puh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Irgendwas haben wir ja auch noch aktiviert mit dieser grünen. Vor allen Dingen, ich erkenne hier, also ich. Vielleicht erkennt das ja einer von euch. Hier irgendwie eine Logik dahinter. Ich erkenne das nicht. So. Ja, keine Ahnung. Wir setzen jetzt erstmal auf die 1 kurz. Das können wir runterholen. Hier müssen wir ja noch irgendwie rein, ne? Womit hatten wir das noch? Ausgehebelt. Das weiß ich nicht mehr. Das hatten wir vorhin auf jeden Fall schon. Also ich glaube, jetzt habe ich es gleich. Ich hoffe, dass hier auch noch eine Statue ist. Dann hätten wir die 4 zusammen. Ich habe einfach hier irgendwie... Fuck! Hier kann ich nur eine raufsetzen. Dann nehmen wir die von der geraden Zahl nochmal runter. Gehen hier wieder zurück und setzen die dann einmal hierauf. Da ist aber jetzt was zugegangen, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Liebe Leute, ich habe auch langsam den Überblick verloren, welche Statuen wir jetzt tatsächlich schon haben. Also wir haben hier 1. Ich habe sie hier alle irgendwie verteilt. 1, 2. Zwei haben wir. Ich muss die auch erstmal nochmal wiederfinden. Wo sind die denn jetzt? Hoffentlich, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann ticke ich auch aus. Da ist Nummer 3, glaube ich. Oder habe ich die jetzt, habe ich jetzt doppelt gezählt, ne?
Das ist Nummer 1. Fuck, ey. Ach, das ist zugegangen. Vorsicht! Nein! Sieht scharf aus. Hier muss ich aber auch nicht mehr rein. Boah. Ganz ehrlich, fuck you. Sag mal, wie viele verfluchte Statuen habe ich denn jetzt? Jetzt finde ich die alle nicht mehr wieder. Ich habe mindestens 3 eingesammelt, aber sowas von mindestens. Ja, und die können wir nicht mehr wiederholen jetzt, weil deswegen. Scheiße. Okay, das muss da nochmal stehen bleiben. Das muss da stehen bleiben. So, meine Lieben, ich habe das leider ohne euch machen müssen. Ich bin hier gerade, keine Ahnung wie lange, rumgeirrt. Von Raum zu Raum, habe nochmal alles logisch durchdacht, habe rumprobiert, was geht wann auf und wann zu, wenn ich was wohin setze. Wie ihr seht, habe ich jetzt 3 Lichter an und noch eine Statue. Und die können wir jetzt hier auf die letzte gerade Zahl setzen. Und wir haben endlich diese Tür geöffnet. Meine Batterien sind mittlerweile schon aufgebraucht. Aber wir haben das Rätsel gelöst. Ich habe es sogar alleine geschafft. Ich war kurz davor. Da steht jemand. Ist doch die Puppe, oder? Das ist die Puppe. Was macht sie hier? Was ist mit dir? Psychopathisches Ding. Okay, wir gehen erst hier hin. Ja, also was ich sagen wollte, ich war kurz davor, mir woanders was abzuschauen bei diesem Rätsel. So, Batterien wären eigentlich mal ganz nice. Aber dann habe ich doch einfach noch weiter probiert. Und es hat geklappt. Irgendwann zwar, aber immerhin habe ich auch das irgendwie geschafft. Und man merkt, dass die Rätsel auf jeden Fall immer schwieriger werden. Wow, jetzt blinkt es gelb. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Schauen. Und ich hoffe doch inständig, dass es jetzt hier bitte einen Speicherpunkt gab, ne? Denn ansonsten muss ich leider weinen. Das kann ich nicht nochmal machen. Das ertrage ich nicht. Ich brauche unbedingt Batterien. Okay, so einen Raum haben wir bereits gesehen. Mit roter Beleuchtung. Ich suche Taschenlampen, Batterien. Aber leider sind keine zu finden. Die habe ich alle vergeuden müssen bei dem Rätsel. Liegen hier vielleicht welche? Nichts, hier ist nichts außer Dreck. Gut. Dann werden wir uns ganz vorsichtig hier lang pirschen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht hier etwas finden. Und hoffentlich werden wir dieser Puppe nicht mehr begegnen. Ich habe noch zu Luna gesagt, stell dir vor, die dreht oder hebt plötzlich ihren Kopf, diese Puppe. Richtung sollen wir gehen? Oh,
Boah, die Tür hat sich wieder geschlossen. Da ist ein größerer Raum. Nein, es ist schon wieder ganz dunkel. Bitte. Oh, keine Batterien hier, nirgends. Das ist ja zum Weinen. Die Tür geht nicht zu. Doch. Sie geht zu. So, was haben wir hier? Nichts Spannendes, außer Dreck und Müll. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach Batterien. Da geht es hoch. Wir gucken erst hier rein. Nur blöde Kisten. Gut, ich sehe nichts mehr. Ist doch Verarsche. Na gut, dann gehen wir jetzt hoch. In der Hoffnung, dass es da heller wird. Und wir endlich einen Speicherpunkt haben, damit ich beruhigt sein kann. Okay. Der Spielstand wurde gespeichert und ich werde jetzt die Folge beenden. Das reicht. Das haben wir uns doch mit einer Folge ungefähr mit dem Rätsel aufgehalten. Ich werde uns hier kurz Licht machen. Kann man leider nicht. So, das. Oh Gott, in was für einem Gemäuer sind wir jetzt schon wieder gelandet? Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.